Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warlord 76. Meine Stimme ist schon ein bisschen am Arsch, weil ich heute den ganzen Tag schon aufnehme. Und wir sind wieder in der Warlord Beta. Es müsste die letzten zwei Folgen sein in der Beta. Wir gucken direkt mal auf die Karte, ob wir einen Gesuchten haben. Und das haben wir leider nicht. Was zur Hölle ist das? Hof des besonderen Energy-Kraftwerks. Okay, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ist ja wohl egal. Es sind noch nicht so viele online. Gerade sind die Server erst hochgefahren worden. Und wir gucken mal, vielleicht kommt jemand noch dazu, den wir jagen können. Das wäre echt cool. Aber zuerst gehen wir mal hier hin. Zu meinem Camp. So, mal gucken, ob wir schon wieder was bauen können. Wir haben ja von dem Kollegen ein paar Ressourcen geklaut. Ich habe meine Cam übrigens jetzt nach links gepackt. Ich wurde gefragt, ob ich die woanders hinpacken kann, weil ihr meine Munition und so weiter nicht sehen könnt. Jetzt könnt ihr meine Munition sehen, aber auch diesen wunderschönen Ladebildschirm. So. Meine Basis, wie geht's ihr? Wurde sie auseinandergenommen oder was? Wo ist sie? Ach da. Keine Bombe hier, ne? Keine Ressourcen, schade. Gucken wir mal, wie sieht's denn hier drin aus? Tür ist offen, ich glaube, die habe ich offen gelassen. Und wir gucken, ob wir was Neues bauen können. Gelagert haben wir noch, ach so, ganzen Fruchtdinger, ne? Ja. Ich dachte schon, dass jemand. Platzieren wir die einfach hier irgendwo, damit wir die Ressourcen haben, ne? Ja, ganz klar. Soll hier nichts verschwendet werden. Ich hoffe, die klaut mir keiner, die Ressourcen. Ich glaube auch nicht, dass es das geht. So. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das wächst nach einer Zeit erst nach. Na gut, wir können kurz gucken, und ob unten das Haus steht, weil wenn ein Spieler sich ausloggt, ist das Haus ja eventuell noch da. Ich verstehe dir. Das will ich jetzt mal testen. So, ich bin ja auch eigentlich über ein bisschen überlastet, ne? Okay, wir haben keine Knopfbeschreibung. Zum Glück kenne ich sie. Zack. Hier steht ja nämlich einfach nur schließen, ohne A drücken. Ist vielleicht ein bisschen verbuggt, aber naja, was soll's. Wir kennen ja die allgemeine Steuerung. Von daher, was soll's. Gut, ich weiß gar nicht, wo war der Typ nochmal? Ups, falsche Taste. Zack. Guck mal, da läuft Jotzwan. Kennen wir irgendeinen Namen davon? Da kommt einer gerade erst frisch aus der Vault. Okay. Nee. Kein Name, der mir wie bekannt vorkommt. Das heißt, die Leute werden echt neu reingewählt. Da joinen jetzt langsam die Leute. Aber ich wollte gucken, wo die Basis von den Typen war. Da unten, ne? Also wir laufen jetzt direkt drauf zu. Bin ich mal gespannt, ob das Haus da noch ist. Ich glaube nicht, weil der müsste dann wahrscheinlich schon auf einem anderen Server sein, wenn er denn gerade online ist. Man weiß es ja nicht. Und immer schön Holzreste mitnehmen. Weil wir brauchen das Holz. So, einmal hier runtergestapft. Dann ist die Frage halt, machen wir eine Queste weiter oder gehen wir nochmal ein Stück? Denn rein theoretisch kann ich halt nicht die Quest machen langsam, ne? Ich hätte gerne irgendwie irgendwo eine Info, das steht, dass ein Gesuchter auf der Map ist. Möchte nämlich sofort jagen. Wenn ich die anderen Spieler wäre, ich würde sofort den Gesuchten jagen. Das gibt Kronkorken ohne Ende. Bin ich dran vorbei? Diese Stelle kenne ich gar nicht. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Na gut. Ach komm, gehen wir zurück. Kein Grund hier direkt irgendwas zu erkunden. Wir gehen einfach direkt in eine andere Richtung und sammeln noch ein bisschen Holz. Weil davon werden wir leider jede Menge brauchen. Und das nächste Mal, wenn wir zurückkommen. Achso, cool. Ich dachte schon, wer ist denn das? Erstmal schön in den Rücken geschossen. Ach, wen hast du denn hier gefuttert? Haarklammer, danke, die kann ich gut gebrauchen. Was wollte ich gerade erzählen? Ach ja, das nächste Mal, wenn wir zurückgehen, möchte ich nämlich sehr, sehr viel bauen. Deswegen müssen wir jetzt sehr, sehr viel Holz mitnehmen. Klingt logisch, ne? Nie auch. So, laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Alter,
Was mache ich denn? Fruchtbare Erde, ja, die Quest braucht man die gar nicht mehr machen. Ich meine, schön, da kriegt man ja Kronkorken und alles. Aber immer dasselbe Event zu machen. Ja, das liegt halt auch daran, dass, ja, es ist halt die Beta und die erwarten sehr, sehr viele Frischlinge. Das heißt, es lohnt sich wahrscheinlich noch nicht, die anderen Events zu starten. Oder vielleicht werden mir die anderen Events erst angezeigt, wenn ich größer bin. Das kann ja auch sein. Man weiß es nicht. So, laufe ich jetzt in die richtige Richtung, ja. Ich habe doch schon da in die richtige Richtung geguckt. Wie komme ich jetzt darauf, wo das hinzulaufen? Ich habe keine Ahnung. Oder habe ich mich nur verguckt? Ich weiß es nicht. So. Aber wir müssen halt ab und zu mal gucken, ob hier ein Gesuchter ist, ne? Man weiß ja nie. Nö. Oder. Wieder auf Streife. Ja, wenn wir mal irgendwo gerade zufällig bei einem Event sind, können wir das ja machen. Weil da bekommt man ja auch nicht den geilsten Scheiß. Oder habe ich da diese komische Pistole bekommen? Ich weiß es nicht. So, hier war besagte Straße. Einen runter, ne? Weil hier war der Roboter. Ja, da läuft er. Und da unten war das Häuschen. Oh, das ist jetzt nur noch eine einsame, leuchtende Gestalt. Ja, selbst die Kiste ist hier nicht mehr. Aber der sieht freundlich aus, oder? Bist du freundlich? Mr. Nanny? Hallo? Ah, très bien. Du bist hier, damit Miss Nanny dir ein Märchen erzählen kann, nicht wahr? Oui, bitte kommt herbei und hört gut zu. Okay, sind wir bereit? Es war einmal ein Mädchen namens Aschenputtel, das bei seiner Stiefmutter und seinen zwei Stiefschwestern lebte. Sie zwangen Aschenputtel, all die schweren Aufgaben im Hause zu verrichten, denn sie hatten keine Miss Nanny von General Atomics International, die die Hausarbeit für sie hätte tun können. Eines Tages erhielt die Familie eine Einladung zum königlichen Ball des Prinzen. Alle freuten sich sehr, besonders Aschenputtel. Sie fragte, ob sie auch gehen dürfte. Doch ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwestern lachten nur. Natürlich nicht, dummes Aschenputtel, sagte die ältere Stiefschwester. Du würdest uns doch nur blamieren. Die jüngere Stiefschwester verzog das Gesicht und sagte, du bist ganz dreckig und du hast gar kein schönes Kleid. Anstatt also den Ball zu besuchen, musste Aschenputtel zu Hause bleiben und den Fußboden schrubben. Sie wünschte sich so sehr, auf den Ball gehen zu können. Dann hörte sie plötzlich eine freundliche Frauenstimme. Ich bin es, deine gute Fee. Ich habe deinen Wunsch gehört und werde dir helfen, den Ball zu besuchen. Die gute Fee schnippte mit dem Zauberstab und... Ach, plötzlich trug Aschenputtel ein wunderschönes Kleid und zwei gläserne Schuhe. Dann berührte sie mit dem Zauberstab einen Kürbis und eine Mäusefamilie. Und sie verwandelten sich in eine silberne Kutsche mit einem Gespann edler Rösser. Aschenputtel bedankte sich bei der guten Fee und machte sich gleich auf den Weg zum Ball. Als sie dort ankam, wurde sie von Ehrfurcht ergriffen. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Schon bald bat der Prinz selbst sie um einen Tanz. Alle Augen richteten sich auf Aschenputtel, doch ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwestern erkannten sie nicht einmal. Sie waren voller Neid auf das Mädchen, das mit dem Prinzen tanzte. Doch als die Uhr Mitternacht schlug, musste Aschenputtel gehen, bevor die Magie verschwand. Sie lief davon und verlor dabei einen ihrer Schuhe.
Der Prinz suchte im ganzen Königreich nach dem Mädchen, mit dem er getanzt hatte. Schließlich kam er mit dem Schuh zum Haus von Aschenputtel. Der Schuh passte keiner der Frauen, bis Aschenputtel bat, ihn anprobieren zu dürfen. Ihre Mutter und ihre Schwestern lachten. Doch zu ihrer großen Überraschung passte der Schuh. Aschenputtel und der Prinz heirateten und lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende in einem riesigen Schloss mit jedem erdenklichen Roboter von General Atomics International, den der Prinz sich mit seinem Vermögen nur leisten konnte. Ja, Schätzchen? Ja, Schätzchen? Okay. Ich meine, ich kann verstehen, dass man solche Geschichten erhalten möchte, nachdem die Bomben gefallen sind. Was ich jetzt damit am Hut haben soll, weiß ich auch nicht. Nee, Kaninchen, du auch nicht. Na gut. Keine weiteren Frösche hier? Nö, nur ein Kaninchen. Bis aufs Maul, Kaninchen. 95%, ich habe nicht getroffen. Ernsthaft? Na gut, dann durch. Dann lassen wir es. Dann gehen wir weiter. Gehen wir Richtung Quest. Was soll's. Das muss man sich wirklich nicht antun, solche Quests. Eigentlich nicht, aber ich wollte die Belohnung haben. So, Holz. Kriege ich hier kein Holz? Muss ich da jetzt rauf, um Holz zu bekommen? Nö. Wilder Mischling. Ach, da. Okay, das war voll daneben. Das eher nicht. Das auch nicht. Wie er mich noch beißen konnte, wie hast du das denn geschafft? Naja, viel Munition habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe letztens so viel Munition gesammelt, das wundert mich ehrlich gesagt, dass ich keine Munition mehr habe. Was bist du? Ah, ein Redhirsch. Ach so, ach so, ach so. Gucken wir mal. Irgendein Gesuchter hier? Prügelt ihr euch da gerade? Ich hoffe ja. Ich will jemanden jagen. Ich werde durchs Land. Aber die Map ist halt wirklich nicht so groß. Habe ich mir größer vorgestellt, gebe ich zu. Aber naja. Wir werden ja sehen. Also rein theoretisch ist sie groß, klar. Aber wenn man alleine ist, ist es sehr groß, ja. Aber nicht, wenn man so viele Leute hat. Naja. Hätte eher so eine WoW-Map erwartet. So richtig schön riesig und atmosphärisch. Das wäre geil gewesen. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, was wir hier jetzt haben. Könnte definitiv schlechter werden. Aber das Spiel ist ja noch jung, ne? Wer weiß, wie lange das läuft und wie viel Inhalt wir noch bekommen. Wie viel Erweiterung der Karte und so weiter und so fort. Laufe ich noch richtig? Ich weiß nicht mal, wo ich hinlaufe. Oh, das Symbol ist weg. Hätte schneller sein können. Aber ich habe mich erstmal 5-mal verlaufen. Ja gut, dann gehen wir halt hier zur Quest, oder? Würde ich sagen. Gehen wir zur Quest. Und dann werden wir hier weitersehen. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein anderes Haus. Und wenn wir als allererstes so Kügelchen sehen, Billardkugeln, dann weiß ich, dass das nicht seine Truhe ist, sondern meine. Man lernt ja die aus, ne? Holz? Sammlerholz. Was haben wir denn hier? Hä? Komm ich da hoch? Und natürlich das Nachbarskind schreit wieder rum wie bekloppt. Aber ihr hört es zum Glück nicht, nur ich. Und es ist nervig. Seid froh, dass ihr es nicht hört. Wie komme ich denn hier rauf? Ah. Hauptsache erstmal den falschen Weg gehen. Hat der gut gerade was gesagt? Kann ich hier durchgucken? Oh, bitte sag ja. Oh, ist nur fake.
Hätte gerne Kronkorken reingeworfen und dann andere Spieler ausspioniert. Das wär's gewesen. So, was haben wir denn hier so Interessantes? Huch! Stufe 1, ganz ehrlich, was willst du von mir? Die sollten von mir weglaufen, nicht andersrum. Ein Rangerhut. Instant-Püree. Und das war's. Von wo aus schießt... Ach da. Ich benutze den Watz-Modus nur, um zu gucken, wo die Feinde sind. Ist das eine andere Basis vielleicht da hinten? Habe ich irgendwas verpasst? Hallo, versteinerte der Leiche. Ein Stimpack nehme ich immer. Was war das? Ach, das ist einfach explodiert. Da muss man gar nicht draufhauen. Explodiert auch einfach so. Bin ich gesprungen. Ach, verdammt. Okay, wir kommen gleich hier nochmal her, verfolgen diesen Pfad. Allerdings werde ich vorher nochmal hier zu den Häusern gehen und mal die Häuser angucken. Weil das sieht jetzt aus wie eine Basis von einem anderen. Ansonsten würde ich hier gerne bauen. Das ist die andere Seite der Brücke. New River George Resort. Hallo. Ach, verdammt. Lauf doch nicht weg. Bin hier. Au. Holzlöffel, geil. Hier ist ein kleines Lagerfeuer, alles was das Herz begehrt. Mal gucken, vielleicht bauen wir hier irgendwo gleich. Hey da! Gibt's hier noch mehr von deiner Sorte? Ich muss sagen, Fallout 4 war auch um einiges schwerer, habe ich so ein Gefühl. Vielleicht kommt das ja noch. Besser ist jetzt noch so einsteigerfreundlich, ne? Man weiß ja nie. Red Axe, verdammt. Wir haben noch 8 Munition, das ist jetzt nicht allzu viel. Mal gucken. Die war leider leer. Hier ist ein Nuka-Cola, 2 Nuka-Cola. Die sieht man so schlecht, ne? Ein Schutzhelm. Ja, nichts, was ich jetzt privat anziehen würde, aber... Ah. Mal gucken, vielleicht finden wir noch was Geileres. Aber ich muss daran denken, wenn ich jetzt noch plus 1... Hier sieht ja geil aus. Guck mal, wie geil die Blähfliegen hier aussehen. Aber die machen immer noch dieselben ekligen Geräusche. Aber die sehen auf jeden Fall geiler aus. Die richtige fliegen nur als Fett. Wie Fliegen halt so aussehen müssten. Okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oh. Hallo, Meyerlurk. Oh. Du kannst von Glück sagen, dass ich keine Munition mehr habe. Keine Munition, ach du Scheiße. Ich habe aber gar nichts mehr an Munition. Wie kommt das denn? Noch 3 Pumpgun-Munition, ey. Danach ist Schicht im Schacht, ne? Ja gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass meine Munition so schnell leer ist. Oder sind die anderen kaputt? Achso, die benutzen beide und... Okay, das erklärt natürlich einiges. Wenn beide dieselbe Munition verwenden. Verzieh dich, Kleiner. Ich habe zwar keine Schusswaffe, aber ich krieg dich schon so tot. Glaub mal dran. Und mit deinem Essen werde ich mich heilen. Oh, wie komme ich jetzt hier hoch? Darf man das nicht?
Oder kommt man von unten rein? Wir hatten ja da unten im Maillock gesehen, ne? Ich habe die Befürchtung, dass es von unten reingeht. Ja. Eiskuhkocken. Hat sich schon gelohnt. Waschmaschine ist leer. Aber den Teddy nehmen wir mit, ne? Also, das ist so viel ist klar. War das das Zeichen dafür, dass ich überladen bin? Nein. Autopsie-Brettspiel, okay. Bringt mir aber leider nichts, ne? Ah, da. Ah, okay, ich bin überladen. Das war das Zeichen für überladen. Oh, guck mal, ein Schlafsack. Wenn wir uns jetzt ausruhen, kann ich da mehr tragen? Okay, ich stelle tatsächlich TP wieder her. Ah, unten rechts sehe ich auch das Zeichen für überladen. Durch das Schlafen auf Schlafsäcken und Matratzen auf dem Boden kannst du dir Krankheiten zuziehen. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Bonus. Was habe ich bekommen? Eine Krankheit. Geil. Einfach geil. Ist ja fast schon hier wie Second Life. Jede Krankheit bringt eigene Nachteile mit sich. Du kannst sie mit Heilmitteln oder Antibiotika behandeln. Ich wollte doch nur testen. Mehr wollte ich nicht. Wirklich. Ja gut, dann holen wir mal unsere Basis hierher, würde ich sagen. Sumpfkretze. Ist ja ein toller Name. Jetzt juckt es mich überall. Möchte Musik trommeln? Ist hier irgendwie in der Nähe? Vielleicht von da unten. Aber gehen wir erstmal auf die Straße zurück. Genau deswegen, weil ich überladen bin. Und dann bauen wir unsere Basis hier auf dem Parkplatz auf. Das ist richtig gut hier. Das gefällt mir. Ja, das hat was. Okay, Och, schade. Ich hätte doch so gern. Ich hätte doch so gern. Doch so gern. Ansonsten, hier ist noch ein schöner freier Platz. Hoffen wir, dass es geht. Hier ist doch nix. Nicht mal hier unten? Jetzt fühle ich mich beleidigt hier. Nix darf man. Ach, die schießen da rum, das ist gar keine Musik. Wenn ich langsam gehe, dann regeneriert sich das, okay. Also gehen wir ganz langsam. Schade, ich hätte gerne hier gebaut. Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, so geht mir die Ausdauer nicht aus, ne? Ja, tatsächlich, so geht mir die Ausdauer nicht aus. Lifehack! Okay, sie geht mir doch aus. Ja, dann... Keine Ahnung. Müssen wir halt so ein Stück laufen. Geht ja offensichtlich nicht anders. Wie sieht es denn hier aus? Das hier sieht nach einem schönen Plätzchen für eine Basis aus. Neben dem Leuchtturm.
Ach komm. Ah, geht doch. So, bauen wir das Ganze hier neben die Bäumchen auf. Und dann holen wir auf jeden Fall unser Camp. Da, da, da. Da, da. Mein Camp ist hier. Tralali, tralala, hups. So, dann ist auch ein bisschen versteckter. So wollte ich das haben. Gut, dann können wir eigentlich auch ein bisschen bauen. Ne? Erstmal die Rohstoffe hier verteilen. Zack. 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 So, sind wir auch ein bisschen ungestört, muss man sagen. Ne? Also mitten auf der Straße, wo Bomben spawnen, war das jetzt nicht so cool. Okay. Blaupausen. Modifizieren. Keine Ahnung, was zu modifizieren ist, aber gut. Du bist ja am Boden, ne? Dich kann ich hier wahrscheinlich nicht hin tun. Wir brauchen Dächer. Ich von Anfang an richtig machen. Dann steht der Behausung nichts im Weg. Da war's. Da war's. Da. Okay, so. Als nächstes brauche ich für die Herstellung was zu essen kann draußen sein, ne? So, dann haben wir hier eine Rüstungswerkbank. Scheiße. Für die Waffen reicht es nicht mehr. Aber ich kann jetzt hier zum einen schon mal Gegenstände verwerten. Und zwar haben wir hier eine Impro-Pistole. Oh Gott. Kopfhörer tun nach so einem ganzen Tag aufnehmen schon ganz schön weh. Ich kriege nicht mal Holz. Ich dachte, die sind aus Holz gemacht. Schutzhelm. Okay, was braucht ihr alles 308er? Einmal du und die Impro-Pistole oder was? Ja. Repetierer, das daran liegt das. Ja gut. So viel dazu. Jetzt müssen wir irgendwie an Munition kommen, ne? Hallo, Tumblin' Joe. Sollen wir so versteckt? Nö, ne? Aber gut, Freunde, ich sehe gerade, wir sind schon out of time. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und guck mal hier, hey, wir haben hier noch kleine Spielzeuge am Start. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und übermorgen geht es dann höchstwahrscheinlich in die richtige Phase mit dem richtigen Spiel. Was natürlich keinen Unterschied machen wird. Außer vielleicht, dass mehr Leute da sind, weiß ich nicht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.